Hey ho zusammen. Lolle, wir waren gerade dabei, die Quest erledigt zu werden, ne, mit dem Jäger. Ja, da war was. Ich sag, Jäger. Also wir haben das Öl geholt von den Alchemisten. Wir müssen jetzt zurück zur Stadt. Und der Jäger steht ja quasi direkt vor der Stadt. Ist das die richtige Richtung? Nein. Also direkt vor der Stadt ist relativ. Die Stadt ist ja recht langgezogen und so weiter, aber ganz im Osten der Stadt ist an der Straße. Dann drücken wir ihm das Öl in der Hand und so wie ich seinen Charakter bisher eingeschätzt habe, wird er dann noch eine Aufgabe für uns haben. Und wenn wir die erledigt haben, können wir zurück zur Stadtwache, unseren Erfolg berichten und dann passt das. Hoffentlich. Wir kommen irgendwo in der Mitte raus. Ich versuche mich immer noch zu orientieren, aber ist ein bisschen schwierig hier. Ich glaube, wir kommen bei dem grumpigen Jäger raus, ist der falsche. Der da, genau. Ha, doch recht gehabt. Okay. Also vom grumpigen Jäger statt zur linken Straße runter. Und da vorne ist irgendwo der andere. Und was das Kapitel jetzt angeht. Also ich... Es wurde ja schon angedeutet, dass man sich eigentlich mit den Renegades auseinandersetzen muss, bevor das Kapitel zu Ende ist. Sehe ich jetzt nicht sofort kommen. Und vielleicht kriegt man dann auch erst die Beförderung. Es ist faszinierend, wie lang das Ganze ist. Also ich bin es von Mods gewohnt, selbst die ambitionierteren Mods, dass das nicht so viel Content ist. Und wenn, ist es meistens sehr, ne, bam, 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 für eine Fraktion. Aber hier sind es ja zwei Fraktionen und die haben alle super viele Subquests und anderen kleinen Kram. Das ist heftig. Jetzt muss noch halt die deutsche Übersetzung bald kommen, ne? So, der war doch hier. Also hier ist schon mal das östliche Ende. Straße. Lass mich raten, er hat gesagt, dass er in der Stadt wartet oder so. Und ich hab's nur verpasst. Hallo Fanasul und Usul und Ragiman und die anderen, die schon da sind. Ja, nee, hier ist nicht richtig. Ja, hier sind wir schon im Druidenzirkel. Okay, dann machen wir das anders. Wir gehen zum Druidenzirkel. Und benutzen unseren Nicht-Telekinese. Die deutsche Übersetzung kommt, wenn du durchgespielt hast. Ja, ich denke auch. 4 war es, okay. Würden gerne. Oh. Oh. Ich habe vergessen, wir haben noch gar keine Rune für die Stadt selbst, was mir schon peinlich ist. Dass die Stadt, ne? Einer Stadtwache keine Teleportationsrune mit gibt. Aber anscheinend ist unser Rang einfach noch zu niedrig und das kommt dann später. Ragiman schreibt, echt krass groß, war. Vor allem, du hast ja noch den Sumpf, die Burg oben, das Gebiet mit den verfluchten Goblins, das Kloster und die Altstadt, wo du noch gar nicht warst. Richtig. Und theoretisch kann ja noch jedes Kapitel da was Neues hinkommen. Also plötzlich irgendwie Quest-NPCs auftauchen oder neue Gegner oder, ne? Das ist genial. Also meine Hoffnung ist jetzt, dass der Jäger entweder bei den Stadtwachen irgendwo rumsteht, oder was wahrscheinlich eher ist, bei der Handelsgilde. Und Marvin spürt schon erste Entzugserscheinungen, was den Schnelligkeitsdrang angeht. Und irgendwie hätte er gerne doch so einen kleinen Schluck nochmal.
Müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwie geregelt bekommen. Langfristig. Da geht's runter in die Altstadt, dürfen wir noch nicht rein. Da hinten links war die Villa. Hola, chyba. Przykro mi. Odmaszerować. Naja, okay. Das wäre auch schon hier der Weg zu der Stadtwache. Są na to duże szanse. Langsam spoilere ich das jetzt. Eine der beiden Ruinen. Okay, ich weiß nicht, ob ich das vorlesen sollte. Also man kann wohl noch. Ne, ich sage aber nichts. Aber das finden wir vielleicht noch so. Ich glaube, ich gehe gerade einen umständlicheren Weg zur Stadtwache. Normalerweise kommt man von da, wenn man das andere Tor nimmt, ne? Ja. Dann ist hier. Genau, hier ist die Handelsgilde und der komische Typ mit der langen Schlange. Runen, nicht Ruinen. Ach so, mir wurde nur im Chat geschrieben, wo ich jetzt die Rune herbekommen könnte. So, Ernesto. Token? Nein. Alte Münzen abgeben. Ja, da müsste man nochmal genau zeigen, wo das ist. Die Beine hängen ja auch den ganzen Tag ab. Hallo, Rudi. War der nicht hier letztes Mal? Hey, ty. Hey, jestem zarządcą. Wybacz, ale jeśli to wszystko. Ja, eigentlich sollten wir wissen, wer er ist. Aber nee, also wir müssen jetzt den Jäger finden. Willst du mich veräppeln? Wir haben 4 Folgen damit verbracht, den Jäger zu finden. Nur ihn in einer Hauptstraße dann zu finden. Abseits jedweger Tunnel oder sonst was. Und jetzt ist er weggegangen. Und dann hat es nicht gesagt, wohin? Müsste nicht bei der Wache sein und seinen Job machen. Ja, noch hat er ja keinen Job, aber vielleicht. War doch ein Wachenjäger und kein Gildenjäger, oder? Ich dachte, der wäre von der Gilde und wir haben ihn irgendwie. Oh, jetzt wo du es sagst. Stimmt, er wollte der Wache beitreten. Oder wollte der Gilde beitreten? Er wollte auf jeden Fall irgendwann beitreten und die wollten das eigentlich nicht so wirklich, aber wenn er jetzt da aushilft, dann würde nochmal drüber nachgedacht werden. Ich glaube, das war bei ihr, bei der Dingens. Bei der Gilde. Hast du hier einen Jäger versteckt? Der an irgendwelchen Armbrüsten rumpoliert? Waren die Armbrüste, oder? Steffi war schon mal auffälliger, weil diesmal 2 Leute. Oktav? Ne, ist auch nur Stadtwache. Hey, ty! Der bastelt. Odmaszerować! Questlog. Das Questlog hilft nie. Ich habe die Kräuter, die Detlof braucht, von Bodovin gekauft. Es ist Zeit, sie zu ihm zu bringen. Oh, warte drüber. Wenn ich es überleben sollte, soll ich Detlof außerhalb der Baracken finden. Ja gut, dann hattet ihr doch recht. Hallo Mise und vielen Dank für die fast 2 Jahre. Dariam ist auch schon da, Tiras auch. Hey ho. Also, außerhalb der Baracken.
można wierzyć we wszystko, co się słyszy. Ah, Tero ist gleich hinterher und da ist doch der lässige Detlof. Ich habe die Kräuter. Mam zioła, o które prosiłeś. Pokaż. Tak, będą dobre. Przygotowanie tego oleju nie zajmuje dużo czasu. Konserwacją zajmę się później. Jasne. Przekażę Lorenzo, że pomogłeś gildii. Tylko byś spróbował nie przekazać. Moja strzała bardzo szybko znalazłaby wtedy twoje kolano. Albo oba. A znasz. Okay. So, jetzt sollen wir zurück zu Lorenzo, dem Gildenmufti. Und dann ist hoffentlich der Deal endlich durch. Es waren ja doch schon einige Gänge und Gespräche, die wir führen mussten. Und dann können wir hierher zurück. Warte, welcher war Lorenzo? War Lorenzo der hier bei uns oder war Lorenzo der drüben? Ne, das war Lennart. Gilde, ja. Lorenz war der Chef der Gilde. Okay. Also, hier hoch. Nee, durch das Gitter durch. Hoch. Nochmal hoch. Zweite Tür rechts. Hi. Okay. Detlef tut, was wir ihm gesagt haben, was er tun soll. Detlef zrobił to. A ja zaoszczędziłem sporo pieniędzy. Ech, szkoda, że postanowiłeś zostać mundurowym. Jesteś całkiem użyteczny. Tymczasem muszę cię prosić o oddalenie się. Ja już załatwię wszystkie kwestie finansowe z kwatermistrzem. O Detlowie pamiętam, nie przejmuj się. Do zobaczenia. Sehr schön. Okay, also von seiner Seite aus alles okay. Er hat auch schon mit dem Quartiermeister von der Stadtwache gesprochen und es sollte jetzt eigentlich alles im Sack sein. Mit dem Chat werde ich aufgefordert, zum Alchemisten hinter dem Bogner und Jäger zu gehen. Ich schau mal. Ob ich die denn finde. Machen wir eine Nachtpatrouille draus. Rechts und gleich wieder rechts. Alchemist. Also was Sneaky versteckt hier. Hallo? Bin die freundliche Stadtwache. Ich wurde hierher geschickt aus dubiosen Gründen. Du hast eine Leiche in deinem Schlafzimmer. Hey, ty! Kim jesteś? Zastanów się, młody. Wokół mnie walają się papiery, zioła, mikstury. Kim mogę być? Oczywiście, że alchemikiem. Nazywam się Herschlik, jeśli już zagłębiamy się w detale. Okej. Ich möchte gerne für dich arbeiten. Chciałbym dla ciebie pracować. Poważnie? A nie pracujesz już dla kogoś? No i dlaczego przylazłeś akurat do mnie? Tak, pracuję, ale każdy pieniądz się przyda, dlatego mnie ciekawi, czy nie mógłbym czegoś dla ciebie zrobić. A rozumiem. Powiedz no, dlaczego miałbym z tobą współpracować? Znasz się na alchemii? Albo chociaż na roślinach? Okej, okay, bez nix. Jakoś nigdy nie miałem okazji nauczyć się tej sztuki. Trudno. Zawsze jest dobry czas, by nauczyć się czegoś nowego. Mam jedną rzecz do załatwienia, ale niestety nie mam czasu, żeby osobiście się tym zająć. Mianowicie chcę powiększyć różnorodność roślin w moim asortymencie. Klienci są coraz bardziej wybredni. W tych czasach każdą dolegliwość mocniej się odczuwa. Przynieś mi po 2 nasiona rdestu polnego, ognistej pokrzywy, niebieskiego bzu i rośliny leczniczej. Jeśli mi je dostarczysz, dostaniesz godziwą zapłatę. Okej, okay. Also er ist der örtliche Alchemist.
Und wir haben zwar schon einen Meister, nämlich den Schmiedemeister, aber mehr Geld ist immer gut, also haben wir ihn auch gefragt und er hätte gern ein paar Kräuter, die wir ihm auch gleich geben können. Und vielen Dank, Grinsekatze, für 44 Monate schon. Vielen Dank. So, wo soll ich danach gucken? Gdzie powinienem szukać? Najłatwiej będzie je zdobyć ze zwierząt, które się nimi żywią. Poluj na nie, a z pewnością coś znajdziesz. Jakie to zwierzęta? Różnorakie. Roślinożerne, wszystkożerne. Ogólnie te, które przynajmniej od czasu do czasu żywią się roślinami. Poluj na ścierwojady, krytoszczury, topielce czy krwiopijce. Wszystko się nada. Also, wir sollen die Samen bekommen. Ich wollte gerade sagen, wir haben die ganzen Sachen schon, aber wir haben die Pflanzen an sich. Die Samen kriegt man aus den Tieren, die sie gegessen haben und dann verdaut. Und Marvin ist halt nicht der Hellste. Und deswegen fragt er jetzt, du willst, dass ich die Samen aus ihrem Mund rausnehme? Mam ihm je wyciągnąć z ust? To rzeczywiście byłoby całkiem problematyczne, ale spokojnie. Nie musisz zdobywać ich zaraz po zjedzeniu przez zwierzę. Te pozyskane z układu trawiennego zazwyczaj okazują się najbardziej przydatne. Szczególnie, że można dzięki temu przeprowadzić dokładną analizę wpływu organizmu na nasiona. Jedyną niedogodność może stanowić sposób dostania się do nich. Będziesz musiał pobrudzić sobie ręce. Musisz zacząć od delikatnego nacięcia żołądka. Jeśli zrobisz to dobrze, powinien otworzyć się na boki. Wkładasz do środka dłoń, no i wyciągasz wszystko, co będzie wyglądać jak nasiona poszukiwanych roślin. Okay. Und jetzt, sehr zur Erleichterung von Ragiman im Chat, droppen alle Tiere auch Samen. Die sind wohl nicht nur für die Quest wichtig, sondern auch später noch für alchemistische Sachen. So, und was verkaufst du noch so? Wybierz so. So permanente Tränke vielleicht? Ja, 1500. Mein Gold ist schon langsam wieder ein Ding runtergegangen. Underwater Breathing. Skin Hardening. Ja, okay. Die permanenten Tränke können mit der zweiten Stufe. Das heißt, wir bräuchten die dritte Stufe dann vermutlich für die permanenten. Also so eine ganze Ecke. Und warte mal. Was über die Samen. So, okay. Das hätten wir erledigt. Dann jetzt aber zurück zur Stadtwache. Jetzt alte Münzen. Da müssten wir auch nochmal sagen, wo die waren. Ich plan immer, wo der ist. Damit Ursula auch entspannt ist. Stimmt, der spricht das auch häufig an. Od najlepszych. Nie każdy obrońca Myrtany musi nosić miecz. Hier war irgendwo das Museum, ne? Wpatrując naszych chłopców w najlepszy sprzęt. Also wir kamen. Słuchajcie, słuchajcie, hier raus. Każdy mężczyzna zdolny do walki, który otrzyma kartę powołania do armii królewskiej, zobowiązany jest stawić się w koszarach w ciągu dwóch dni. Przejdzie tam podstawowy trening oraz pozna przybliżony termin wyruszenia na front. Informujemy również, że armia królewska z chęcią przyjmie w swoje szeregi wszystkich ochotników. Nawet tych niedoświadczonych. Razem odeprzemy orkową zarazę i przywrócimy pokój w całym królestwie. Die beiden müssen das Spiel echt viel gespielt haben. Das hier? Ja, das ist ein Wohnhaus. Hier ist irgendwie ein Volker-Typ.
da? Nee, ich bin noch nicht da. Der Torbogen gegenüber Volker. Okay, da. Hey, komischer Mensch. Hey. Przyniosłem kilka... Gdyby nie ci parszywi bandyci... Znalazłeś już więcej monet niż połowa moich poprzednich dostawców. Trzymaj, mogą ci się przydać w dalszych poszukiwaniach. O, heiltränke, Regenerationspotion, Mana Potion, okej. Doskonał. Also es gibt gewisse Schwellwerte und dann passiert irgendwas Besonderes. Ich kann mir gut vorstellen, wenn wir irgendwann alle haben oder einen Großteil davon, gibt es irgendwas ganz Besonderes. Aber nun gut, dann versuche ich mal wieder zurückzufinden. Chat ist sichtlich entspannt. Gut, gut. Krümeln wir uns mal rein, machen erstmal ein schönes Schläfchen und morgen früh, wenn es denn hell ist, können wir Bericht erstatten. So, wieder Gilde links, Schlangensteh, Leute rechts. Der Bettler, der mal zu langsam war, ebenfalls. Ich denke, wir sollten zuerst mit dem Quartiermeister sprechen, richtig? Und dann mit dem Obertypen. Okay, wir sollen die Leute zusammenbekommen fürs Training. Detlow wartet auf uns. Trzeba zebrać ludzi na szkolenie. Detlow już na was czeka. Zaraz się tym zajmę. A co z konserwacją kurz? Najpierw chcę się zająć szkoleniem. Po wszystkim weźmie się za konserwację. Lorenzo zgodził się też renegocjować cenę. Naprawdę? Marvin, to świetnie! Zaoszczędzimy górę złota! Ku chwale straży! A tam gadanie! Zasłużyłeś na nagrodę! Masz! Za dobrze wykonaną robotę należy się zapłata! Tymczasem ruszam do Lorenzo. Już nie mogę się doczekać, aż jego twarz zrobi się czerwona. 250 gold. Odmaszerować! Also ja, wir haben alles Bescheid gegeben. Er kümmert sich jetzt darum, dass das Ganze überwacht wird und er ist tierisch happy, dass sie so viel Gold sparen können. Was bedeutet das jetzt direkt für uns? Schnacken wir mal mit dem Chef. Snapper jagen wird gerade vorgeschlagen. Das könnten wir inzwischen ja. Odmaszerować. Ja, nix. Ich hätte echt damit gerechnet, dass jetzt irgendwas kommt. Das heißt, wir müssen doch im Sumpf da durchkommen irgendwie. Und die Aufgabe mit unserem Bruder erledigen, bevor es hier weitergeht. Aber das machen wir nebenbei. Das ist das im Sumpf. Das ist in den Kanalisationen, was halt auch schwierig ist. Der Fight Club ist nicht wirklich wichtig. Das Ding hier. Die Charcoal Burner haben ein Problem. Die Charcoal Burner sind... Woodcutter Camp da in der Nähe 11 im Südosten. Da muss ich schauen. Morgen ein Letztest, Gero. Donnerstags regulär, ja. Ich bin noch nicht ganz sicher, was. Wenn nicht, spiele ich auch ein bisschen Tarkov.
Der Fight Club könnte aber gut Geld geben, dass du in permanente Tränke beim neu entdeckten Alchemisten stecken könntest für mehr Bums. Ja, nee. Ich denke, das lohnt sich, wenn wir das später machen. Wenn wir noch mehr HP haben und so, dann können wir gleich das alles an einem Stück durchrushen quasi. Geh weg. Ich wollte eigentlich hier hin zum Teleporter. Oh, apropos Teleporter. Es wurde vorgeschlagen, dass wir doch mal beim Adanos-Tempel vorbeischauen sollten. Das ist die falsche Karte. Ich bin mir nicht sicher, welches Symbol davon für Adanos steht. Ich glaube, der Schrein ist nordöstlich von hier, dieses kreisrunde Ding. Gucken wir da mal hin. Dir fehlten 6 Stärke für die nächste gute Waffe, oder? So um den Dreh. Für Lernpunkte habe ich 10. Ist eine Idee, ja. Der Schmied hat Stärke gemacht. Oh, ja. Also, Schmied checken, Adanos Tempel checken. Hey. Darabotti. So, Stärke plus 5. Zack. Wrutschke. Ja, nicht genug Lernpunkte. Das heißt, es fehlt jetzt ein Punkt Stärke. Um die Waffe zu benutzen. Da müssen wir doch einfach nur ganz viel Apfelkuchen essen. Das ist Dex, Dex, Stärke. 65. Ein Punkt Stärke, ernsthaft. Okay. Hattest du die Waffen verkauft beim Schmied? Schauen wir. Ich habe Waffen zu verkaufen. Okay, keine meisterhaften Waffen. Keine soliden Waffen. The Bloody Reaper. 175. Skur bringt 250, das war der aufs Gold. 325. Damit hätten wir jetzt genug Gold, ja, um beim Alchemisten einen Trank für Stecker zu kaufen. Geh da mal wieder rum. Rübka90 schreibt zum ersten Mal, sag mal, wer bist du eigentlich? Dich habe ich hier noch nie gesehen. Wo ist hier? Bei dir auf dem Computer? Das mag sehr gut sein. Warte, hier war der Eingang. Nein! Okay, hier nimm. Trzymaj. Fast geschafft. So, also sneaky Hintergassenwege zum Alchemisten, der immer noch oben ist und rumwerkelt. Hallo Herr Schlick, zeig mir deine Ware. Ich hätte gerne deinen Stärktrank. Gleich trinken. Oh, ich hatte noch einen. So, ja, dann kannst du jetzt den Stonebreaker noch nicht, aber General Zuplis Baton können wir tragen. Und
damit dann jetzt vielleicht im Untergrund was? Czekaj, mam sprawę. Tak? Mój mąż uważa, że zupa mi się nie udała. Może ty mi powiesz, czy faktycznie nie jest smaczna? Die Frau hat Suppe gekocht und ihr Mann mag sie nicht und sagt, sie hätte die Suppe falsch gekocht und wir sollen die Suppe probieren. WTF. Ja, wir können die Suppe probieren. Marvin ist ein netter Kerl und leichtgläubig, also komm, isst die Suppe. Spróbuję twojej Suppe. Doskonale. Proszę, zjedz i powiedz, co o tym myślisz. Der Name der Suppe ist schon etwas auffällig. Good Soup? Nein, keine Good Soup. Keine Good Soup. Na i nosa? Mój mąż miał rację. Ta zupa jest niejedalna. Doprawdy? Wychodzi na to, że kiepska ze mnie kucharka. W takim razie ten przepis mi się nie przyda. Możesz go zabrać ze sobą. Może tobie uda się zrobić tę zupę. Dzięki? Okay, wir haben dafür ein Rezept bekommen. Also wir haben gerade unseren Magen ausgekotzt und dafür ein Rezept bekommen und Level Up. Okay. Wow. So, jetzt sind wir aber nicht mehr Meister, oder? Du meinst den Einhandkampf? Ja, das ist richtig. So, wir haben doch so einen schönen Führer hier, die sich in der Stadt gut auskennen. Wie komme ich denn am einfachsten in die Kanalisation zu? Oh. Hab nichts gesagt, ist alles gut. Ursul fragt, ab jetzt Alchemie. Ja. Ich denke. Erstmal speichern wir ordentlich, ja? Dann speichern wir schneller. Dann gehen wir sterben. Da war irgendwas Grunzendes. Ist das ein Wurm? Oder so ein Drache? Ah, ist noch ein Krokodil. Das ist ein stacheliges Krokodil. Stacheliges Krokodil, das wir nicht schaffen werden. Oh, nicht ins Inventar gehen. Also links rum haben wir noch einen Heilzauber. Frag für einen Freund. Nicht Heilzauber, Lichtzauber. Nein, wir könnten mal so einen Eisblock probieren. Dafür lasse ich. Erstmal weg. Also Eisblock haben wir gleich auf 6. Dann nehmen wir den. So, also Eisblock. Wir haben noch so eine komische Turbine in der Nähe. Ich hätte gerne, dass der Alligator alleine kommt. Oh. Hi. Jetzt aber. Funktioniert. Alligator-Skin. C.
Seeds of Blue Elder. Okay. Eisblock auch hier OP. Yep, definitiv. Oh, Nickerchen. Weil es ein super angenehmes Gebiet ist hier. So. Hat der denn, weil er ja so garstig und groß und böse ist, irgendwas beschützt? Oder ist hier einfach nur gleich noch einer davon? Das wäre ja schon mal sehr dunkel. Da ist was Totes. Die Geräusche kenne ich nicht, ich gehe jetzt mal woanders lang. Da ist noch. Aber vielleicht ist es kein garstiges Krokodil. Ich will. Spike Alligator, nein, okay. Also ich hatte nicht vor, das Ding anzugreifen. Ich wollte halt nur wissen, ob es ein normaler Alligator ist oder ein Spiky. Hier sind Würmer. Kriegen wir die vielleicht einzeln? Zählt es sich aus, wenn man sie gegen eine Wand drückt. Wir haben nichts dabei. Pa. Czego tu nie znajdę. Ja, wir haben nix. Beschützen nix. Aber nur Sackgasse. Die haben 300 EP dabei. Ja, das stimmt. Was ich, das wäre so ein Spike-Alligator, den will ich eigentlich nicht. Oh, er kommt. Da ist ein toter Bruder von dir. Zieh es als abschreckendes Ding an und geh weg. Da unten schreit etwas. Ich will nur ein paar Rattennester zerstören. Ernsthaft? Ich gehe da, wo die Sugadoren waren. Waren das nicht die Fledermäuse? Ich glaube. Noch eine Leiche. Ist da auch wieder so ein gestachelter? Ja. Ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Ich glaube, den könnte ich sogar. Oh. Den könnte ich sogar schaffen, wenn er alleine wäre. Raus, 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 raus. Hallo, JJ.
Die anderen Viecher beschützen die Ratten scheinbar, ja. Ich hätte eigentlich erwartet, man kommt in die oberste Etage von der Kanalisation und da sind nur so einfache Ratten. Und dann kommt man ein bisschen tiefer, da sind dann vielleicht irgendwelche, keine Ahnung, normalen Krokodile und ganz unten sind dann stachelige Krokodile und Froschmenschenarmeen und sowas, aber nö. Ja, wir haben von vornherein die volle Dröhnung. Ich würde gerne hoch. So, also hier bei der Handelsgilde ist auch ein Zugang zur Kanalisation. Das können wir uns merken. Wenn du jetzt schon die gefährlichen Viecher hast, wie stark sind denn die Ratten? Da hast du nämlich die Killerratten des Todes. Die Snapper klingen irgendwie viel angenehmer plötzlich, als Ratten zu jagen. Aber alles Step by Step, ne? Ich wollte ja eigentlich ganz am Anfang von dieser Odyssee heute zu dem Adanaus-Schrein gehen und da gucken wegen der Rune. Gold haben wir jetzt ja. Das ist im nördlichen Bereich eher. Nahe dem Armenviertel. Und so bei so einem kreisrunden Altar. Dings. Hier ist der Innos-Tempel. Armviertel. Recht nah dran waren wir. Taktisch ausgewichen. Da lang. Ja. Okay, auf etwas ungewöhnlichen Wegen. Wir kennen diese Stadt wie unsere Westen. Oh. Fast, fast. Hallo Händler. War das nicht hier? Die Westentasche hat ein Loch. Ja, sah gerade so aus, ne? Was zum... Oh, oh. Okay, ich gehe gerade einen ganz schönen Bogen, aber ich sollte, wenn ich der Straße folge, da auch ankommen. Irgendwann. Also zu unserer Linken dann. Ja, hier. Die Kuppel meinte ich. So. Pobłogosław mnie. Oczywiście, chłopcze. Adanosie, miej w idź w pokoju. Wir haben Segen bekommen. Co możesz mi... Jesteśmy kapłanami Adanosa. Dbamy o utrzymanie równowagi na świecie oraz pomagamy potrzebującym, gdy tylko damy radę. Staramy się przy tym nie udzielać pomocy materialnych. Wolimy zapewniać ludziom uczciwą pracę, dbać o ich rozwój duchowy oraz sprowadzamy ich na dobrą ścieżkę, jeśli pobłądzą. Er verkauft direkt nichts. Wir haben ihn kurz gefragt, was mit den Wassermagiern auf sich hat und dann hat uns halt gesagt, dass Adanos für die Balance steht. Hey, mam dużo spraw na głowie. Daj mi spokój. Ja, sieht sehr beschäftigt aus hier, ja. Hey, ty! Witaj, Magu! Co? Kto? O nie! Nie, 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 nie! Tylko nie to! I cała praca na nic! Niech to! Ty! Dlaczego mi przeszkodziłeś? Chciałem... Nie mogłeś poczekać 5 minut, aż skończę? Zmarnowałeś wiele godzin mojej pracy! Nie mówiąc już o materiałach potrzebnych do tego zaklęcia! To może ja sobie już pójdę. O nie! Absolutnie! Tak łatwo się nie wywiniesz! Ty to spaprałeś! I ty to naprawisz! A jeśli odmówię?
to Roderick będzie miał nową gębę do wykarmienia w lochach. Już ja się o to postaram. Okay, also wir haben ihn wohl im sehr wichtigen Ritual gestört und er will jetzt, dass wir ihm als Ausgleich helfen. Okay. Chyba nie mam wyboru. Nie masz. Dobrze, to wytłumacz mi chociaż, o co w tym wszystkim chodzi. W zasadzie nie zaszkodzi, jeśli będziesz wiedział odrobinę. Widzisz tę kać z wodą? Nie uszło to mojej uwadze. Za pomocą zaklęć. Próbuję zakląć wodę w idealną sferę. Wodę w idealną sferę? Chcę zrobić kulki z wody. Woda dopasowuje się do kształtu naczynia, sama z siebie nie... W tym cały sens. Żeby nie było potrzebne żadne naczynie. Woda ma zachować swój kształt. Niezależnie, czy je dotykasz, czy nimi rzucasz. Okay, also wollt eine Kugel machen aus Wasser, die denn quasi schwebt und keinen Behälter braucht? To chyba niemożliwe. Dla magii nie ma rzeczy niemożliwych. I udałoby mi się, gdybyś nie przeszkadzał. Dlaczego nie zaczniesz od nowa? Do zaklęcia potrzebny jest przedmiot, dzięki któremu nadam wodzie odpowiedni kształt. Przerywając zaklęcie, sprawiłeś, że wszystkie moje perły rozpłynęły się w powietrzu. Okay, er hat wohl Perlen dafür gebraucht. Aber er kommt mir eher für so einen Typ vor, der häufiger Fehler macht, aber nicht versteht, dass er die Fehler macht, sondern eher bei Schuldigen anderswo sucht, seien es nun Personen oder Umstände oder was auch immer. Richtig schlechte Art von Mensch. Also, warum Perlen? Dlaczego akurat perły? Bo mają kształt idealnej sfery. Już ci mówiłem. Dobrze rozumiem, że mam znaleźć dla ciebie perłę? Nie perłę, tylko perły! Zaklęcie ma małą skuteczność. Żeby mieć pewność, że otrzymamy chociaż jedną, musimy mieć minimum 8 sztuk. Dobrze, zrozumiałem. Gdzie ich szukać? Kup, znajdź, ukradnij, zabij kogoś. Nie wiem, masz przynieść mi 8 sztuk. Gdzie je znajdziesz? Nie bardzo mnie to obchodzi. W takim razie idę ich szukać. Aber ich erwähnte, dass er ein schlechter Mensch ist. Also erstmal meinte er, er braucht nicht nur eine Perle, sondern er braucht viele Perlen, nämlich 8. Und als wir gefragt haben, wie wir die bekommen sollen, meinte er, Raub, Stehl, Morde, ist mir vollkommen egal, gib mir 8 Perlen. So nach dem Motto. Ja, ich hab... Wie viele Perlen haben wir? Haben schon 5. Ich habe eigentlich nach einem Händler gesucht. Bist du ein Händler? Hey. Witaj. Witaj, chłopcze. Potrzebujesz pomocy duchowej? Rady? Jestem Laudus i chętnie ci ich udzielę. Mir wurde gesagt, dass du mit den Runen handelst. Powiedziano mi, że zajmujesz się runami. Dobrze, że przychodzisz z tym do mnie. Od wielu lat zajmuję się zbieraniem zaginionych run i sprowadzaniem ich do klasztoru. To święte przedmioty i nie powinny leżeć i gnić w ziemi. Za każdą runę dam ci kilka zwojów magicznych, zawierających to samo zaklęcie. So. Ja, ich weiß halt nicht, ob ich ihm die Runen wirklich schon geben soll, weil wir eventuell auch so ein bisschen Magie lernen wollen. Eraser 85 sagt, guten Abend, was zum Henker ist das? Das ist Gothic 2, eines meiner absoluten Lieblingsspiele, allerdings gemoddet, mit einer völlig neuen Welt, völlig neuen NPCs, das Ganze ist auf Polnisch, mit englischen Untertiteln und ich übersetze es dann ins Deutsche. Vielleicht die doppelten Runen? Ja. Mam dla ciebie. Windfist, Ball Lightning. Ne, die Kampfzauber kann ich rausnehmen. Ich denke, ich würde eher in... Da musst du vorsichtig sein, eventuell gehen die alle flöten. Ja, also ich nehme euch über die Kampfzauber raus, weil Kampf werden wir nicht nehmen. Wir werden halt ein Paladin sein, ein Plattenpanzer und dabei so Heilzauber, Lichtzauber, sowas in der Rüstung. Aber hier, Cry of the Dead. Dziękuję ci, synu. Upewnię się, że ta runa bezpiecznie dotrze do klasztoru. Gut, Windfaust. Dziękuję ci, synu. Upewnię się, że ta runa bezpiecznie dotrze do klasztoru. Ball Lightning.
Dziękuję ci, synu. Upewnię się, że ta runa bezpiecznie dotrze do klasztoru. Icefire. Dziękuję ci, synu. O, bei dem Rest bin ich mir nicht sicher. So, co denn war? Pokaż mi swoje towary. Oh, ich sehe einen Eisblock. Den müssen wir eigentlich kaufen. Und hier ist die Teleportationsrune für die Stadt. Sehr schön. Gothic 2 ist super. Ist es eine kostenlose Mod? Ja, ist kostenlos und es hat sogar Steam-Support. Das heißt, man kann es einfach so über Steam dann runterladen. Also das haben sie echt super gemacht. Mit ganz vielen Synchronsprechern und so. Die Atmosphäre ist super. Die Story bisher interessant. Die Welt riesig groß. Die Stadt noch größer. Magie beibringen. Nein. Nee, danke. Das reicht schon. Also wir können uns jetzt wieder in die Stadt zurück teleportieren, wenn wir wieder bei einem Kreis sind. Das hilft schon mal ungemein. Wir sollten auch schon näher dran sein am nächsten Level. Oh, nee, es dauert inzwischen. Ja, okay. Dahin zurück. Warte, wir können ja, wo wir hier schon beim Schrein sind, zu dem Schrein gehen. Und uns kurz heilen. Mein Geist gereinigt. Ich blute hier alles voll. Aber okay. Dann essen wir halt. Da. So. Okay. Also zurück zum Mini-Innerschrein. Das ist dem, wo man sich teleportieren kann. Ich versuche es mal so zu finden. Und dann gehen wir Richtung Südosten zum Holzfäller-Camp, da die Ecke. Dann zum Köhler-Camp und vom Köhler-Camp aus suchen wir die Snapper. Die waren bis vor kurzem noch ein echtes Problem, aber jetzt sollten die gehen. Also hier. Und dann, wie können wir da am einfachsten hin? Falsche Karte. Hier. Also wir wollen zu 11. Misty Marsh ist in der Nähe. Der Wolf Den ist in der Nähe. Die Royal Mine ist in der Nähe. Amber Coast ist ganz oben. Da ist nicht wirklich viel in der Nähe, muss ich gestehen. Wir können nach Silbach gehen und von Silbach aus nach Südosten raus. Silbach. Kürbis schon roh gegessen? Ich glaube nicht. Wird nur für Präparation genutzt. Ah, okay. Und Cheese Eraser. Ja. Hier raus und dann. Ja, so kuddelmuddelig Richtung Südosten, also in die ungefähre Blickrichtung. Nein, nein, immer noch hoch. Gut. Und jetzt hier, was noch so rumkreucht an übrig gebliebenen Gegnern, sollten wir langsam schaffen. Ich denke, wir könnten vielleicht schon so einen einzelnen Wag angehen. Die Küste wäre bei 8 gewesen, oder? 8. Ja, die wäre vielleicht ein Ticken näher dran, das ist richtig. Genau, Waage können nichts, Kappa. Ja, ich weiß, dass sie stark sind. Aber langsam werden wir halt auch stark. Da kann man ja mal träumen, dass man sowas schafft. Da wäre sie dann Bauchklatscher, ne? Ich
hier sollte es gehen. Gut. Die Warane, nee, die Lurker hier haben wir erledigt. Da drüben ist, glaube ich, nichts mehr. Bei der Azurküste, die blauen Lurker haben wir weggemacht, letzt, ne? Ja, für die Quest. Karte sagt, wir sind falsch abgebogen. Können wir da irgendwie wieder hoch? Gucken wir, wie ich hier links halten kann. Ich glaube, ich muss da ganz oben irgendwie rauf. Sein können. Ich komme nicht rum, ich muss zurück. Und dann, glaube ich, bis zu der Stelle, wo früher die bösartigen grünen Scavenger gelauert haben und uns gehindert haben, dran vorbeizukommen. Nämlich da oben drauf. Macht das Sinn? Karte sagt ja. Okay. Wobei das jetzt... Also wir machen die Quest auf jeden Fall. Auch gerade als unser Image-Boost hilft das ganz gut. Ne? Teil der Stadtwache für Recht und Ordnung sorgen und so. Und die... Köhler beschützen. Aber es wird nicht wirklich für eine Beförderung sorgen oder sonst irgendwas. Da bin ich gerade ein bisschen baff, dass wir wirklich jetzt schon darunter in den Sumpf müssten. Also vielleicht kommt es ja nicht zu wirklichen Kämpfen. Man kann sich einfach durchschmuggeln irgendwie, aber ein gutes Gefühl habe ich dabei nicht. Wir haben allerdings noch sehr viele Leute gar nicht erst angesprochen. Das heißt, nachdem wir das mit den Snapper gemacht haben, könnten wir ja mal wieder in der Stadt rumlaufen oder auch in Silbach noch mit den restlichen Leuten sprechen und da dann so lose Quests annehmen und die alle nach und nach abklappern. Wobei uns das halt meistens nur Erfahrungen gibt. Und das auch nicht so super viel, ne? Weil es halt nur Nebenquests sind. Oh ja, schauen wir nach und nach. Jetzt erstmal Snapper töten. War nämlich hier links, glaube ich. Ja. Snapper. Alles gut. Oh, so eine Snapper-Höhle. Lass mal kurz draußen gucken. Goldring. Snapperkraut. Macht Sinn, macht Sinn. Ah, oh, ganz normaler Wolf. Kleinen Snack, bevor wir da reingehen. Gut. Licht. Eisenerz ist schon mal gut. Ist es denn? Nee, es ist noch nicht sicher. Erst sichern, dann... Ah!
Entry, Razor Sharp. Chcieli pomóc z zębaczami. Czy może ganiali za bestią? Ich konnte jetzt leider nicht lesen, was er sagt, aber wird sich darüber aufgeregt haben, dass die gestorben sind und sagen, dass das, ne, die Leute aus dem Kühlercamp sind. Eisen. Nehmen wir mit. Lauerst du uns gerade auf, du Dödel? Okay. Hinterlistig. Cleveres Mädchen. Wie war das? Oh. Sechs Nuggets. Sechs Nuggets schon mal aus einer Ader. Ich glaube, es ist ein Rekord für uns. Also bei den momentanen Skillständen. Dann, ja, da vorne müsste schon gleich das Kühlerlager sein. Da können wir die Aufgabe abgeben. Auch wenn da oben noch mehr Snapper waren. Ja komm, das machen wir extra. Ich glaube, wir sollten eigentlich nur die hier vorne töten. Aber weil das so gut läuft und Beute bringt, nehmen wir die hier auch mit. Na, neue Samen. Da ist noch ein Bär. Und mehr Eisenerz. Das tat jetzt allerdings schon mehr weh als erwartet. Aus da. Nesselsuppe hinterher. Alchemie-Lernen klingt immer verlockender jetzt mit den Heilwerten. Nix. Zwei. Ja, drei. Ich sag ja, sieben war echt gut für uns. Einer von euch? Ja. Weg. Das Grab hast du gesehen. Ich habe peripher ein Grab mitbekommen, ja. Ich sehe da gerade noch ein Grab in 3 Meter und 3 Meter mal 2 Meter Form. Unser Grab. Alles tot hier oben. Torch, ein paar Pfeile. Bolzen, noch ein Rad. Wir haben jetzt schon 3 Räder. Ich muss es einfach testen. Haben wir einen Nicht-Knockback-Trank? Geschwindigkeit, Härte, oh.
Leute hinter denen. Ich wollte hinter. Stampft er mir noch übers Gesicht. Oh. Die Geschwindigkeit ist eher hinderlich, wie ich das sehe. Ja, da hast du recht. Klappt nicht. Okay. Da gehen wir also nicht lang. Und gucken uns das Grab jetzt an. Gold. Ist da noch was? Nö. So. Also technisch gesehen haben wir jetzt die Snapper erlegt, die wichtig waren, und wir haben noch andere Snapper erlegt. Ich denke mal, wenn die Köhler sich von dem riesigen Steinhaufen da fernhalten, sollte es hier wieder okay sein. Wegen dieser Bestien. W sprawie tych bestii? Tak? Pozbyłem się problemu. A dowód jakiś masz? Przejdź się do jaskini, to sam się przekonasz. Aż takim niedowiarkiem nie jestem. Trzymaj, zasłużyłeś. Królewscy jednak nie tacy źli, jak ich malują. Gdybyś chciał jeszcze coś zarobić, zgłoś się do mnie później. Będę pamiętał. No, er bedankt sich. Wir haben ein neues Rezept bekommen und 250 Gold. Außerdem eine Aussicht auf noch eine Arbeit. Die da wäre... Jak idzie praca? Lepiej być nie mogło, chłopcze. Tutejsza ziemia jest dla nas nad wyraz łaskawa, a to dlatego, że jest bogata w glinę, żwir i piasek. Poza tym Ulryk wysoko ceni sobie naszą pracę. Jest gotów płacić wyjątkowo szczodrze za każdą dostawę węgla. Co słychać? Węgiel to zaiste cudowny surowiec. Jeśli chcesz, żeby zjełczałe mięso czy stęchłe zboże przestały śmierdzieć, wystarczy, że dodasz do nich parę kawałków węgla i chwilę odczekasz. Sam na to wpadłeś? Też mi coś. Każdy szanujący się węglarz o tym wie. Was? Bei ranzigem Fleisch, also er darüber geschwärmt, wie toll Kohle ist, weil er ein Köhler ist. Bei ranzigem Fleisch und ähnlichem einfach ein bisschen Kohle dazu und warten und dann riecht es nicht mehr? Also ich weiß, Kohlefilter sind eine Sache. Also für dreckiges Wasser filtern und sowas in der Richtung. Aber sonst? Das wäre mir neu. Hat da einer vielleicht so Survival-Tipp-mäßig da näheres im Blick, ob sowas klappt? Kann man Kohle eigentlich essen? Also es wird nicht schmecken, ja. Wir werden es nicht verdauen, ja. Aber es ist auch nicht giftig, weil es einfach nur Kohlenstoff ist, ne? Also es könnte sogar was bringen, das da reinzustecken. Egal. Okay, Ende. Er hat jetzt anscheinend keinen Auftrag für uns. Das heißt, in einem späteren Kapitel können wir vielleicht hier zurückkommen. Und dann hat er was Neues. Also, Kohletabletten helfen schon gegen Vergiftung. Durch die große Oberfläche, weil porös, heften da Giftstoffe bzw. Schadstoffe an und werden ausgeschieden. Ah, nice. Wieder was dazugelernt. Dankeschön. Haben wir hier unten noch was zu tun? Wolf Den. Da waren wir noch gar nicht, ne? Also wir haben so gehört, dass es halt hier dieses Lager von, naja, so Gesetzlosen, aber nicht ganz so Gesetzlosen geben soll. Aber drin waren wir noch nicht. Ich denke, das ist eine gute Sache für nächste Woche. Also beim nächsten Gothic-Stream. Das heißt, wir hauen uns jetzt hier einmal hin. Die mögen uns hier. Wow, ist das laut.
hauen uns hier hin, schlafen und nächstes Mal gehen wir dann dahin und schauen, ob wir reinkommen, ob es da vielleicht ganz viele Quests gibt oder nicht und was es sonst so mit dem Lager da genau auf sich hat. Damit ist es für heute vorbei. Vielen Dank für die Subs und fürs Zuschauen. Morgen, wie gesagt, ein Let's Test. Muss ich schauen, ob ich dann wirklich das Let's Test Projekt habe. Wenn nicht, dann mache ich einfach wieder einen schönen Tag auf. Was mir übrigens immer noch sehr viel Spaß macht und super interessant ist. Falls ihr sehr, 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 sehr schwierige und komplexe Ego-Shooter mögt, genau das Richtige. Aber gut, euch noch einen schönen Abend und wir sehen uns die Tage. Bye, bye. Das kam jetzt plötzlich. Gute Nacht. Ja, ich schiele immer oben auf die Uhr, wie lange es so ungefähr läuft. Und ich versuche so zwischen 1 bis 1,5 Stunden das immer so zu halten, weil manche Leute sonst echt nicht mit dem Gucken hinterherkommen. Das ist dann ein guter Kompromiss für diejenigen, die zu wenig haben und diejenigen, die zu viel haben wollen. Und so, das ist hier immer ein bisschen ein kleiner Balanceakt. Bei so anderen Projekten, wie zum Beispiel, jetzt wenn ich Tarkov streamen würde oder Dark Souls oder sowas in der Richtung, da ist nicht ganz so wichtig, weil da hat man wenig Story und da kann man einfach zocken. Aber gerade hier bei Gothic ist das hier schon was anderes. Aber na gut, bye bye.